Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück. Heute sind wir wieder im Stall von der Sally. Lohnt sich heute nicht ins Freigehege. Heute ist einfach zu warm. Und die Zeit ist leider heute ohne. Aber ich verspreche euch, das wird wahrscheinlich morgen passieren. Oder halt dann beim nächsten Video. Ja, auf jeden Fall haben sie gerade das letzte Grünzeug reinbekommen für abends dann. Das wird auf jeden Fall lange da bleiben, auch wenn sie hier zu dritt sind. Ja, die Kamera hier habe ich erst gerade dran gemacht. Nach diesem Tag gibt es erstmal keine Nachtsehen. Mal gucken beim nächsten vielleicht. Ja, Trockenfutter ist auch schon einsatzbereit, aber ich gebe jetzt erstmal das Grünzeug. Ist erstmal wichtiger. Gucken wir mal hier. Hier ist das Heu von gestern noch. Also das haben sie fast gar nicht gefressen. Komisch. Ja, wahrscheinlich haben sie genug Grünes bekommen, da haben sie das Heu gar nicht gefressen. Guck mal, wie groß die sind, ey. Ja, ich habe schon oft gesagt, wer Interesse hat an die zwei Jungtiere hier, schreibt mir bei Instagram oder einfach eine E-Mail und da kommen wir ins Geschäft. Genau. Gehen wir runter zum Blueberry. Hallöchen, du siehst aus, ey. Der ist komplett im Fellwechsel. Ach, ich... Hallo, ich will dich doch nicht hochheben. Naja, normalerweise scheint jetzt hier die Sonne hin, aber gucke mal hier, passt mal auf. Da ist ein Sonnenschirm. Da sieht man sogar die Sonne und deswegen scheint hier die Sonne jetzt nicht hin. Auch nicht auf den Stall, weil sonst wäre das hier eine Sauna. Und deswegen steht dann hier immer so ein Sonnenschirm da. Ja, gerade wo die Temperaturen bei uns richtig hoch sind. Ja, in der Sonne. 30 Grad im Schatten, ja, 22, aber in der Sonne ist es richtig heiß und im Stall ist es ja, wahrscheinlich dann noch wärmer. Deswegen immer gut die Kaninchen schützen vor der Sonne. Die meisten Kaninchen sterben nicht bei der Kälte, so wie das dritte Jungtier hier, was ja bei der Kälte erfroren ist, sondern die meisten sterben durch die Hitze. Ja, genau, und da muss man echt aufpassen. Auch wenn man die Kaninchen ins Freigehege im Sommer raussetzt, nie wo komplett Sonne ist, weil die müssen auch mal im Schatten sich hinlegen, ausruhen und so. Müsst ihr auch aufpassen, was ich ja auch in den letzten Videos gesagt habe. Ihr müsst die schützen mit RHD1 und RHD2. Ja, da kennen sie von mir aus von Mücken bestochen werden, von Zecken gebissen werden. Die Fliegen, wisst ihr ja, das sind auch Krankheitsüberträger. Die Krankheitsüberträger kleben nämlich hier am Fliegenkleber dran. Guck mal, die winzig kleinen sind auch noch hier dran. Die Eintagsfliegen. Ja, die Kaninchen muss man echt schützen. Deswegen habe ich ja am Stall Fliegengitter und Fliegenkleber her. Ja, und wenn welche reinkommen, dann... Wenn welche reinkommen, dann wähle ich die meistens raus und das werde ich schnell mal zeigen. Ja, ich habe mir irgendeinen Ast jetzt abgebrochen, die sowieso nerven, das auf jeden Fall nicht füttern. Und da wähle ich das einfach, hier die Fliegen, die wähle ich raus. Und dann mache ich sofort dann immer die Tür zu, das ist jetzt nur zum Zeigen. Genau. Und da sind die Fliegen nämlich draußen und reinkommen sie sowieso nicht, weil ein Fliegengitter dran ist. Jetzt sind sowieso wieder Haufen drinne hier. Ja, echt blöd. So, ich werde jetzt mal schnell das Trockenfutter machen. Und da sehen wir uns gleich wieder, Sally. Mit einer vollen Schale. Ui, was ist das denn? Sieht aus wie Cornflakes. Mmh, fantastico. Das könnte das Foto für YouTube werden. So, ich mach sie rein. Oh, jetzt bin ich am Wassertrank hängen geblieben. Ja, die Schüssel ist nur für Inkaninchen gedacht. Macht die Augen nicht so weit auf, Mensch, dann fliegen sie ja noch raus. Ja, Trockenfutter ist nur für die hier. Habe ich ja im letzten Video schon gesagt. So, leider gibt es keine Nachtsehen. Die gibt es erst morgen von dieser Kamera. Da sind wir wieder im Freigehege, wie ich versprochen habe. Super Wetter heute. Oh, erstmal Füße ausstrecken, jawohl. Hallöchen. Ja, der Blueberry ist nebenan, unter der Decke.
Naja. Ja, da ist er. Guck mal, wie der dort guckt. Hallo. So, die Sally, wo ist denn die? Hier ist sie. Na du? Oh ja, ja. Guck mal, bei dir hängt an der Seite Fell. So, was macht der Blueberry? Keine Ahnung, was der dort für Tricks macht. Hast du Macke? Hä? Hatte Macke? In der Sonne? Ja, ja, ja. So. Boah, das Gras ist mega, hä? Ja, in der Woche schon kein Regen. Ja, kannst du genug fressen, ist reichlich da. Abmähen tun wir auf jeden Fall nicht, weil dann wächst gar nicht mehr. Ja. Kommt ja kein Regen. Zum Glück haben wir einen Brunnen. Weiß ja nicht, wie ihr das macht. Zum Beispiel die Wiese wässern. Regentonnen haben wir ja auch, aber die sind ja nicht immer voll, ne? So ist es halt. Deswegen muss man da immer Brunnenwasser parat haben. Sally, guck mal hier. Dein Rammler Blueberry nebenan. Ja, ihr könnt ja mal ein paar Fragen stellen. Die beantworte ich dann im nächsten Video, wenn ich nicht vergesse. Nicht mehr lange, dann müssen wir uns nämlich verabschieden von den zwei Rackern. Ja, Blueberry. Guck mal, der tut jedes Mal da drunter rennen. Der macht immer seinen Kopf dazu. Das sieht aus, ey. Aber das ist das einzigste Kaninchen, was so macht, ne? Unter der Decke dort. Macht kein anderes. Der springt von Weitem schon in die Kiste rein, wenn es ins Freigehege geht. Macht kein anderer. Ne. Blueberry ist einzigartig. Nur ist er ein totaler Schisser, wenn es um Streicheln geht. Und ihr, hä? Ihr seid doch hochlieb. Guck mal hier. Das ist die kleine Häsin hier, die durch die Kante die ganze Zeit rennt. Ja, ja. Aber bei der Sally sieht es nicht so aus, dass die Fellwechsel bekommt. Das hier vorne, das war, glaube ich, weil die, ja. Ja, ja, ja. Weil die mit der Trixie ein bisschen Auseinandersetzungen hatte. Deswegen ist dort ein bisschen Fell. Das ist die Häsin neben der Sunny. Der Rammler ist hier. Der rennt nämlich die ganze Zeit rum. Tja. Bist ein schöner großer Rammler, du, hä? Auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, die Kleinschecke blau-weiß zu holen. Da haben wir zum ersten Mal auf meinem YouTube-Kanal gesehen. Jungtiere blau-weiß, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und irgendwann mal kommt Havanna-weiß, weil ey, so eine Farbe, die gibt es auch nicht so oft. Ne? Wir haben ja immer viele Videos von eure Kaninchen gemacht. Und da habe ich gesehen, dass zum Beispiel Havanna-Weiße ihr auch nicht so oft habt. Ne? Aber eher so blau-weiß oder schwarz-weiß. Ja, die rennen gerade total angestochen rum. Boah, Sally, du auch, ey. Krass. Ja, ich habe übrigens auch die Nachtkamera drinnen. Und da sehen wir endlich wieder ein paar Nachtzehen. Wird endlich mal wieder Zeit. Und ob sie noch säugen, das werden wir auf jeden Fall jetzt sehen. Da schauen wir mal, ob wir überhaupt was noch sehen, ob sie säugen. Erstmal sehen wir, wie sie sich hier bei der Wärme ausruhen. 19.37 Uhr. Meine Kameras gehen immer 19 Uhr an. Hier haben wir es jetzt in 19 Uhr. Okay, das war davor. Ja, da hat sich erstmal die... Nee, das war gar nicht die Sally. Nee, das war das andere Jungtier. Da weißt du, wie groß die schon sind und gleich verwechselt. Mann, Mann, Mann. Guckt mal hier. Da sieht man's.
Die haben auf jeden Fall noch versucht, bei der Sally zu sagen, auch jetzt gerade, aber die rennt immer weg. Und an diesem Tag habe ich nichts gesehen, dass die noch säugen durften. Wir werden das aber weiterhin noch verfolgen. Kann sein, auch dass da keine Muttermilch mehr da ist. Sag mal, was machen die denn da? Das ist ja ekelhaft. Ja, so ist es besser. Ja, jetzt hat die Sally dort oben gar keinen Platz mehr. Da sieht man mal. Sind schon so groß. Die hat auf jeden Fall was gehört. Das ist nämlich die junge Häsin hier. Macht denn die? 23:34 Uhr. Das ist total dunkel draußen. Macht die hier ein bisschen Sportübungen oder was? Naja, dann machen wir weiter. Wir waren hier beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine gute Wertung da. Wiederschauen, reingehauen.